Schloss Moritzburg bei Dresden in den frühen Morgenstunden. Ein ungewohnter Anblick, so ganz ohne Touristen und Besuchermassen. Die Gänse haben den Schlosspark noch ganz für sich allein. Die Graugans ist in weiten Teilen Europas heimisch, in Sachsen zum Beispiel, in der Oberlausitz. Hier in Moritzburg ist sie allerdings erst in den 1970er Jahren eingebürgert worden und hat sich seitdem erfolgreich vermehrt. Im März beginnen die Graugänse mit ihrer ersten Brut. Im Mittel zieht ein Paar 3 bis 7 Junge pro Gelege groß. Aber in diesem Jahr haben sich unerwartete Gäste unter die Moritzburger Gänseschar gemischt. Eine Nilgans. Und die ist tatsächlich ein Neuankömmling. Die natürlichen Vorkommen der Nilgans liegen in Afrika, in den Sumpfgebieten und Flussläufen südlich der Sahara. In Mitteleuropa wurden Nilgänse schon seit dem 17. Jahrhundert in Menagerien und Zoos als Ziergeflügel gehalten. Dabei kam es immer wieder vor, dass einzelne Vögel entflogen und sich in kleinen lokalen Beständen zusammenschlossen. Vielmehr noch als die Graugans hat sich die Nilgans seit den 1970er Jahren in Westeuropa ausgebreitet. Über den Rhein sind Nilgänse aus den Niederlanden zu uns nach Deutschland gekommen und haben neue Brutplätze im Rhein-Main-Gebiet erobert. Eine Bestandserfassung im Stadtgebiet Wiesbaden aus dem Jahr 2019 zählte auf dem Höhepunkt des Brutgeschehens im Juli im Mittel etwa 180 Nilgänse pro Untersuchungsfläche. In Ostdeutschland hingegen war die Nilgans zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch ein eher seltener und nur lokal verbreiteter Brutvogel. Aber auch in Sachsen hat sich die Nilgans während der letzten 10 Jahre massiv ausgebreitet. Auch hier waren große Flüsse wie die Elbe ideale Routen zur Besiedlung neuer Gebiete wie in Dresden und bei Pirna. In Moritzburg dringt die Nilgans mittlerweile auch in die angrenzenden Teichgebiete vor und kann so zu einem echten Störfaktor für die einheimischen Wasservögel werden. Lukas Liebke absolviert sein freiwilliges ökologisches Jahr an den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen und befasst sich auch mit den Vorkommen der invasiven Gänsearten in Dresden und Umgebung. Man sieht hier im Moment nur die Graugans. Die Nilgans ist hier noch nicht. Wir haben sie aber stromaufwärts schon gesehen, so wie in Moritzburg. Diesen Frühling wollen wir uns dann damit beschäftigen, sie an den Stellen, wo wir genau wissen, dass sie schon existiert, sie explizit zu zählen. Solche Zählungen geben Hinweise darauf, wie stark sich die Nilgans in einem Gebiet eigentlich vermehrt. Im Jahr 2020 konnten von April bis in den September hinein Nilganspaare mit Jungvögeln auf den Moritzburger Teichen beobachtet werden. Mit über 30 Individuen an einem Beobachtungstag war die Zahl der Nilgänse auf dem Moritzburger Schlossteich noch nie zuvor so hoch wie im September 2020. Das hat Auswirkungen auf die einheimische Vogelwelt. Dort, wo sich die Nilgans niederlässt, ist sie durchaus konkurrenzstark. Manche Umweltverbände betonen aber, dass eine mögliche Verdrängung einheimischer Vogelarten durch Nilgänse bis heute noch nicht eindeutig bewiesen ist und sprechen sich gegen ihre Bejagung aus. Die Europäische Union wiederum hat die Nilgans kürzlich auf die Liste der nicht erwünschten potenziell invasiven Arten gesetzt. Unter anderem deswegen wird nun über Maßnahmen zu einem deutschlandweiten Bestandsmanagement diskutiert. Auf Schloss Moritzburg gilt immerhin schon ein Fütterungsverbot. Denn so hübsch und exotisch die Nilgänse auch sein mögen, sie durchzufüttern und damit ihre Vermehrung vor Ort aktiv zu unterstützen, ist vielleicht doch nicht gerade hilfreich für den Naturschutz.